Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kandidatenzügen, der beliebten Reihe, um euer Rechenvermögen zu verbessern. Für diese Folge habe ich 5 Beispiele ausgesucht aus meinem eigenen Oeuvre auf Lichess. Ich musste kurz nachdenken. Ich habe ein paar Partien von mir angeschaut, von den Blitz Arena und noch ein paar andere Blitzpartien, und ich war erstaunt, wie viele, unglaublich viele Fehler in diesen Partien geschehen von beiden Seiten. Fangen wir mal an mit dieser Partie hier aus der Titled Arena am 21. Juli, nee Quatsch, am 3. Juli 2021. Ich gebe hier Schach. Wir sind beide so ein bisschen in Zeitnot. Weiß steht hier klar auf Gewinn. Also ich stehe klar auf Gewinn. Warum? Der schwarze König ist halt sperrangelweit offen und ich greife auf den schwarzen Feldern an. Super Läufer auf D4. Er hat hier so einen ganz schlechten Läufer auf E6, der mehr einem Großbauern ähnelt. Er spielte hier, ohne groß nachzudenken, damit C6. Und das, und hier muss ich sagen, zeigt sich, wie nervös man ist in diesen Blitzpartien und wie wenig kontrolliert man noch spielt, wenn man wenig Zeit hat. Das ist hier total simpel gewonnen. Kandidatenzüge bedeutet Schachgebote, Schlagzüge, Drohungen. Und welchen Zug muss man hier berechnen? Und wenn man ihn berechnet, dann sieht man sofort, ugh. Und es ist so trivial, dass ich im Nachhinein mir denke, so, boah, es kann doch nicht wahr sein, dass ich sowas nicht sehe. Auch wenn es nur in einer Blitzpartie ist. Weiß gewinnt hier mit Dame schlicht C6, König C6, Turm E6, einfach den Läufer. Dann noch den Bauern auf B6 oder G6 und es ist halt trivial gewonnen hier für Weiß. Stattdessen spielte ich Dame A7. Ich war noch in so einem Modus, ich will die Damen nicht tauschen, ne? Und berechnete keine Kandidatenzüge. Und nach Dame C7, Dame A6, ich stehe natürlich hier immer noch klar besser, aber letztendlich ist die Partie Remis ausgegangen. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Beispiel. In dieser Stellung spielte ich hier Dame H4. Ich drehe mal das Brett um. Ihr sollt das nämlich jetzt aus der schwarzen Sicht kurz euch anschauen. Ich attackiere den Springer H6 hier. Die Frage lautet, wie soll sich Schwarz verteidigen hier? Was ist der beste Zug für Schwarz? Ich hatte ihn auch gesehen. Allerdings hatte ich den Plan schon 2-3 Züge vorher gefasst, hier einen Bauern zu opfern mit F5 und da anzugreifen. Wie verteidigt sich hier Schwarz? Der beste Zug ist mit Abstand Dame D6. So, ich muss mal kurz hier WhatsApp ausschalten, sorry. Dame D6 deckt den Springer. Und hier habe ich nichts Besseres, außer Springer BD2, mich einfach weiter zu entwickeln. Dame G6 und Schwarz hat erstmal einen Bauern mehr, ne? Also, wenn er die beste Verteidigung findet, dann stehe ich hier nicht gut mit Weiß. Allerdings spielte mein Gegner, achso, bevor einige fragen, was passiert nach F schlicht E4? Das geht auch, aber dann ist Läufer schlicht H6, Läufer H6, Dame H6, EF3, Läufer F3 hier, mit schöner Kompensation für Weiß. Turm F3 übrigens ist schlecht wegen Dame D6, dann komme ich nicht nach G3 und es wird die Dame angegriffen. Nur zur Info. Okay, wir schauen uns an, was in der Partie ist, und dafür drehe ich wieder das Brett. Ihr sollt mit beiden Seiten rechnen. E6 spielte mein Gegner. Ganz schlechter Zug. Hier gewinnt Weiß. Wie? Ganz einfach. Denkt mal nach. Weiß gewinnt hier mit... Moment, wo bin ich? So, Weiß gewinnt hier mit Läufer G5. Greift die Dame. Und Weiß gewinnt jetzt hier eine Figur. Tja, so einfach ist manchmal Schach. Er kann hier nichts machen und ich gewann die Partie kurze Zeit später, ne? Aber wenn die Dame wegzieht, schlage ich den Springer. Und wenn F6 kommt, schlage ich auch den Springer und gewinne eine Figur. Ne? Ja, so nah ist Gewinn und Verlust beieinander manchmal. Nächste Aufgabe. Hier wieder das Brett drehen. Ihr müsst euch dran gewöhnen. Dame C2 spielte mein Gegner. Frage lautet, soll Schwarz auf F3 tauschen? Hier, schlagen. Ihr müsst aber Läufer schlicht H7 berechnen. Es ist natürlich eine Blitzpartie. Das war eine Blitzpartie 3 plus 2. 3 Minuten plus 2 Sekunden. Ja, Frage lautet, soll Schwarz auf F3 schlagen und dadurch hier die Struktur schwächen?
Oder soll er den Läufer zurückziehen nach G6 und den Tausch nicht zulassen? Die Antwort lautet, er sollte den Läufer zurückziehen, Läufer G6. Was passiert denn nach Läufer schlicht F3? Habt ihr Läufer schlicht H7 berechnet, hier mit Weiß? Ich hatte mich hier verrechnet. Wenn Läufer schlicht H7 kommt, König A8, G schlicht F3. Hier dachte ich in meiner Berechnung, dass G6, ein typischer Zug, den Läufer hier fängt. Ne? Normalerweise kann man in solchen Stellungen Läufer schlicht G6, also in sehr, sehr häufig kann man Läufer schlicht G6 den Läufer opfern, aber hier geht das nicht, wegen einfach Turm G8. Und dahinter steht der König. Ich kann den Läufer einfach gratis gewinnen, ne? Und dann hat Schwarz nicht genügend, Weiß nicht genügend Kompensation. Aber nach G6 gibt es ja einen unglaublich schönen Gewinnzug für Weiß. Na, Gewinnzug ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Weiß hat danach großen Vorteil, wenn er es richtig spielt. Und zwar lautet hier der Zug, den hatte ich überhaupt nicht gesehen, Dame D2. Das ist richtig schön. Die Idee ist, nach König schlicht H7 kommt Dame H6 Schach, König G8 und Turm E4. Mit der Idee Turm H4 und Matt hier. Und wenn Schwarz G5 spielt, kommt Turm G4. Und Läufer schlicht G5 ist coming. Turm schlicht G5 und der schwarze König ist hier alleine gelassen. Mit Matt gesetzt. Also Läufer schlicht H7 wäre gegangen. Wäre unglaublich stark gewesen. Ich hätte nach König A8, G schlicht F3, hätte ich nicht G6 spielen dürfen, sondern sowas wie Turm E8. Aber dann kann er tauschen und den Läufer im Prinzip auch zurückziehen. Oder sogar Dame E4 hier, mit der Idee Dame H4. Steht einfach super. Gut, in der Partie spielte mein Gegner allerdings G schlicht F3. Hier steht Schwarz allerdings nach G6 einfach klar besser. Weiß hat die zerstörte Bauernstruktur am Königsflügel. Und keine Kompensation dafür, ne, für diese schlechten Bauern hier. Ich gewann diese Blitzpartie dann noch. Machen wir weiter. Oh, das ist eine richtig coole Aufgabe. Richtig coole Blitzpartie gewesen, 3 plus 2, aber viele Fehler. Weiß spielte in dieser Stellung Läufer schlicht F5. Wir sehen, der weiße König steht fürchterlich hier, aber auch mein König in der Mitte. Sehr, sehr taktische Stellung. Finde den besten Zug hier für Schwarz. Wie lautet der beste Zug hier? Der beste Zug lautet, und es könnte sein, dass das meine einzige Partie ist, die ich jemals gespielt habe, in der ich mit der Rochade einen Gewinnzug ausführe. Sehr, sehr schön. Kurze Rochade, greift den Läufer an, bringt den Turm ins Spiel und den König auf ein besseres Feld statt auf E8. Und wichtig ist auch, die Türme zu verbinden, damit dieser Turm später auch mal rüber kann. Ich werde euch jetzt die Einzelheiten nach E4 ersparen. Schwarz steht hier super nach Turm F5, EF5 und dann Dame H7. Steht sogar auf Gewinn. Allerdings spielte mein Gegner hier nicht E4, sondern G4. Kann ich verstehen? Auch hier wieder die Frage an euch. Finde den besten Zug für Schwarz. Es gibt einen Gewinnzug. Ich glaube, der ist relativ einfach zu sehen und zwar Springer schlägt G4. Einfach den Bauern wegnehmen und die Linien öffnen. Läufer schlicht G4 gewinnt wie? Mit Dame E3 einfach. Ne? Und dann Turm schlicht F2. Komplett gewonnen. Ne? Mein Gegner spielte, also Dame C3 muss man sich noch anschauen mit der Idee Dame H8 Schier. Dann kommt Springer schlicht E3 Schach, F schlicht E3, Turm schlicht F5, König weg. Turm E5 und Schwarz gewinnt. Mein Gegner spielte aber Turm G1. Und hier folgen einige böse Fehler. Es war halt in Zeitnot. Es gewinnt hier Springer schlicht E3 Schach, F schlicht E3, Dame schlicht E3. Ist halt komplett gewonnen. Stattdessen spielte ich aber Läufer C5. Ich wollte die Verbindung der Dame über die fünfte Reihe unterbrechen, aber das ist ein ganz schlechter Zug. Weiß hätte jetzt hier mit dem Turm auf G4 nehmen können. Er nahm aber mit dem Läufer raus. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Hier kann ich forciert matt setzen. Wenn ich schon so sage, dann müsstet ihr es finden. Kandidatenzug. Es ist gar nicht so schwierig, aber ich habe es nicht gesehen. Das ist unglaublich.
Eigentlich relativ einfach und es ärgert mich auch. Turm schlicht F2 Schach, König F2, Dame schlicht E3, König F1, Dame Mathe. E3, F2, natürlich Schachmatt. Stattdessen spielte ich Dame schlicht E3. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich hier gewinne, weil Schwarz droht hier einfach matt und wie will Weiß das decken? Geht nicht. In der Partie kam Dame E1, Turm schlicht F2 und mein Gegner gab auf. Aber es gibt hier einen Gewinnzug für Weiß. Ich hatte den Zug sogar gesehen, aber nicht tief genug gerechnet in der Blitzpartie. Kandidatenzüge. Soll ich das Brett wieder drehen für euch? Komm, einmal noch in dieser Stellung. Ich mache die Pfeile weg. Wie gewinnt hier Weiß in dieser Stellung? Denkt an Kandidatenzüge. Schlagzüge, Schachgebote, Schlagzüge, Drohungen. Hier gibt es ein Schachgebot und das muss man rechnen. Und ich hatte es auch gerechnet. Läufer E6 Schach. Der Läufer ist natürlich auch hier ein Monster, ne? Richtig nervig. Dame schlicht E6. Turm schlicht G5 Schach. Der Turm wurde ja demaskiert. König A7 und hier dachte ich, oh, es geht ja nicht weiter. Ne? Ich hatte noch Turm G7 gerechnet, König dahin und Feierabend, so ungefähr. Ne? Wobei Dame D2, Läufer E3 muss man wahrscheinlich auch noch berechnen, aber hier scheint Schwarz zu gewinnen. Aber hier hatte ich komplett übersehen, dass die Dame über C7 in den Angriff einbezogen werden kann. Turm F7 und hier gewinnt Turm G7 Schach. Turm G7, Dame G7 matt und wenn der König nach A6 geht, kommt Turm schlicht F7 zum Beispiel. Und Weiß hat den ganzen Turm gewonnen. Ugh. Das wäre natürlich bitter gewesen. Aber wie gesagt, mein Gegner spielte hier Dame E1, sah das nicht, da Turm F2 und gab auf. Nächste Aufgabe, die letzte hier. Hier müsst ihr ein bisschen verteidigen. Weiß spielte in dieser Stellung, das war übrigens eine sehr geile Blitzpartie aus der Titled Arena, Springer H5. Mit der Idee Springer F6 Schach droht hier den Turm zu gewinnen. Und das sieht total verloren aus für Schwarz. Aber es gibt hier eine geile Riposte, die hatte ich sogar berechnet im Vorfeld. Es ist nicht Läufer schlicht F2 Schach, dann geht der König einfach in die Ecke. Das bringt nichts. Aber Turm schlicht F2 ist super stark hier und rettet Schwarz. Die Idee ist, wenn der Turm nimmt auf F2, kommt Dame schlicht A1 Schach, ne? Und der Turm ist gefesselt. Mein Gegner hier spielte trotzdem Springer F6 Schach. Das ist aber nicht gut. König D8. Und jetzt nahm er den Turm raus. Und jetzt gewinnt Schwarz sogar. Wie gewinnt hier Schwarz? Turm schlicht F1, Doppelschach. Der König muss nehmen. Und jetzt hängt der Turm auf A1 auch noch. Schach. König E2. Man kann jetzt hier den A-Bau nehmen, habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht wieso. Dame B2 Schach. König F3, Dame F2, König G4, Dame schlicht G2 Schach. Läufer G3 bis hierhin. Schwarz steht auf Gewinn, aber es gibt hier nur einen Gewinnzug. Und den habe ich gefunden. Das ist ein sehr, sehr schöner Zug. Letzte Aufgabe für heute in diesem Video. Finde den Gewinnzug mit Schwarz hier. Kandidatenzüge, Schachgebote berechnen, Schlagzüge, Drohungen. Und hier ist es wieder ein Schachgebot, das einzige Schachgebot überhaupt. Und zwar, das einzig Sinnvolle, ich kann natürlich hier die Dame überall opfern. F5 Schach. Geiler Zug. Warum? Wegen E schlicht F6 en passant und dann E5 Schach und der Läufer wird demaskiert. Hier ist es im Prinzip matt. Oder man stellt den Läufer dazwischen und verliert Haus und Hof. König G5, Läufer E3. König H5, Dame H3, Läufer H4, Dame G4, Matt. Richtig schönes Matt wäre das gewesen. Gut, mein Gegner ging weg nach H4, aber hier nach Springer schlicht G8, Dame G8, König C7 lief ich mit dem König weg und hier habe ich einen Bauer mehr und sein König steht schlechter als meiner und ich gewann letztendlich diese Blitzpartie. Ja, das waren meine 5 Beispiele für diese Folge von Kandidatenzüge. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Denkt immer dran. Schachgebote, Schlagzüge und Drohungen zu berechnen. Insbesondere die ersten beiden Sachen sind wichtig. Schachgebote und Schlagzüge immer versuchen,
so tief wie möglich zu berechnen, diese Züge. Ich vergesse es leider selbst auch immer wieder, wie ich es im ersten Beispiel gezeigt habe. Einfach Schlagkombination vergessen, einfach zu berechnen. Gerne meine weiteren Videos zu Kandidatenzüge anschauen. Und da habe ich inzwischen einiges gesammelt. Ich glaube, das ist Folge 9 oder 10 jetzt hier. Könnt ihr weiter euer Rechenvermögen trainieren. Gerne das hier machen mit dem Video und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Macht's gut.